Was liegt hier am Boden? Mais. Wie denn das? Hast du Mais hier hochgefahren? Nee. Da liegt Mais auf dem Boden. Du hast doch hochgefahren. Aber kein Mais. Das ist neu hier. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Die Frage ist, wo musst du einstreuen? Da vorne. Bist du da drin da? Gerade gemacht habe, weil sie ahnt. War eine fahrtechnische Meisterleistung. Das hier muss einstreuen, oder? Nee. Nee, drüben. Denke ich. Na, hier hinten ist auch noch irgendwas. Hier muss ich wahrscheinlich einstreuen, oder? Nee. Nee, hier können wir wahrscheinlich die Schweine abholen. Oder halt hier abholen. Weil hier kannst ja. Achso, hier ist das. Ja, weil dort. Hier hast du Tiermenü. Genau, weil dort und drüben. Drüben ist dann wahrscheinlich die andere. Weil hier ist ein großes Feld. Hier muss wahrscheinlich einstreuen. Ja, fahr mal halt mal rüber. Können wir mal gucken. Es ist ein Trigger hier, was der besagt, weiß kein Mensch, aber. Ja, direkt wieder mit Debug-Werkzeugen hier am Werkeln. Ich stehe richtig rum. Genau, anschalten mal. Kann auskippen. Dann muss ich natürlich auch bewegen ein bisschen. Genau, Stroge drauf. Zack, fertig. Geil. Läuft. Das war's, damit sich die Schweine hier wälzen können. Die Produktivität ist nicht mal gleich. Ja, es fehlt noch Körner, Mais und Zucker, da hätten wir alles. Die Produktivität, die muss ja erstmal geupdatet werden. Nur das Hauptproblem wird wahrscheinlich Körner Mais sein und den müssen wir uns jetzt nur kümmern, also. Genau, das war einfach alles zu still. Ja, du könntest mir den Ball noch runternehmen, warte, ich komm rüber. Kann ich den LKW wieder heimfahren? Wohin kommst du? Zu dir darüber. Kannst du auch abgeben? Nein. Ja. Kannst du deine Stäbe auch noch wegmachen? Nein. Bei dir nicht, es gibt wohl Mods, da was das können, aber. Bei denen nicht. Nee, Unterstelldach. So. Komm, flieg runter. Flieg, mein Junge, flieg. Flieg. Auf wir fahren da mit dem Holztransporter, tun wir Ballen transportieren. Ja, weißt du, ist das in Real Life auch so? Aber mich hat eigentlich hat, muss man halt zeittechnisch aus. Wir haben jetzt 78. Das heißt, wir brauchen wie lang? 85, oder? Ja. 60. 75. 75 und dann nächste ist 90. 90. Ja, ist doch logisch. 10 Minuten als 18, 19, ja okay, geht's ja aus. Ich muss ja dann wegkommen, 19 Uhr. Du Schlingel. Eigentlich haben wir gesagt, wir nehmen zwei Folgen auf oder so. Wir nehmen ein paar Folgen auf. Ja. Das ist eigentlich die Aussage. Ein, zwei Folgen. Ja, aber wenn man so einmal wieder drin ist, nach so langer Zeit, macht's wieder richtig Spaß. Vor allem, wenn man keinen Plan hat, was man macht. Ja, ist halt echt so. Also wir müssen jetzt. Wir brauchen jetzt irgendeinen Schlepper. Mais. Wir haben ja drüben irgendwie diese Kackmaschine. Was kann die? Die kann kein Mais. Nicht? Nein. Wir haben gar keine Mais-Dings-Bums-Gedöns-Maschine. Das wählen, Raps, Dings, Gras, ne, kann sie wirklich. Aber wir haben einen Gruber. Das heißt, du musst sowieso erst grubern gehen. Also drüben wohl der Gruber. Ich gehe mal davon aus.
Ich gehe dabei noch mal den Helfer einstellen. Ist der eigentlich das Feld jetzt fertig da oben? Ja, kannst du noch mal. Das ist der Gruber, ja. Wir sind halt jetzt die Manager dieses Betriebes. Haben trotzdem eigentlich Haufen Dinge zu tun, obwohl wir eigentlich nichts tun. Ja, managen, managen. Ja. Wir sind der Leiter dieses Unternehmens. Die Leiter. Wie nennen wir denn unsere Firma? Oh, weh, oh, weh. Ich tu mir den Namen. Push and Bau, sag ich nur. Ja. Firma Best Firma. Gruber. Ach, mach selber, Helfer. Mach selber, was du willst. Lass mich in Frieden. Helfer J. Helfer J. Es ist auch eine Frau. Es ist sogar eine Frau. Wie nennen wir sie denn? Jacqueline. Jessica. Jacqueline, Gott soll mir wieder alles Das fallen. andere ist das Daniel. Der Dominik. Dominik? Oder? Ne, ist eine Frau. Dominikanerin. Ja, Domme. Die Da ist doch Domme. Domme, die olle Kuh. Das Fundsweib. Die Domme, ja. Ach ja, mitten im Leben. RTL. Oh weh, oh weh. Ja, jetzt haben wir schon zwei Helfer. Was tust du? Ich fahre das Auto nach Hause. Sehr schön. Da muss ich das nicht mehr selber machen. Du lässt es ja immer stehen überall. Ja, das hat so modernes Arbeiten. Das ist mein Auto und das holen schon die Mitarbeiter wieder. So viel einfach so gehen würde. Also, wir haben uns da keine leichte Arbeit gemacht mit den Schweinen. Was ist große Nachfrage an Gerst, ja so. Bürgerster. Interessant, interessant. Gerster mal 8000. Ja, Große dürfen wir. Nachfrage ist das halt auch nicht, weil es bringt halt nicht was. Und wir dürfen nicht so viel verkaufen, wir brauchen das ja noch. Mal einen Haufen Raps. So, dann brauchen wir ja. Ja, wie gesagt, ob das Schneidwerk passt, das müssen wir erstmal googeln dann. Gucken. Google, du musst das googeln. Mein theoretisch müsste das ja passen. Ah, Mist, Für okay. Mais. Du könntest einfach ausprobieren, wo ist denn Ja, der ist unsere gerade in Betrieb. Firma? Deswegen. Ja, dann können wir ja dann rein theoretisch schon den nächsten Helfer auch wieder einstellen irgendwo. Ja, wir haben halt keine Sämaschine, oder? Ja, Das die meine andere. Kann man ja was, kann man ja Weizen oder Sojabohnen oder sowas. ich. Achso. Naja, so hier wohnen oder wo. Keine Ahnung, was wir machen wollen. Es geht ja nicht. Ja, wo Fahren ist wir denn noch irgendwas anderes? Eigentlich bräuchte man irgendwelche Rüben oder bräuchte man Rüben, Alter. da? Ja, Rüben da und eine Sämaschine dafür. Und Gell? Kartoffeln sind ja auch so. Ja, okay, da brauchen wir jetzt auch noch eine Sämaschine für Mais, gell? Ja, ist ja das verändert. Ja, aber jetzt ja Sojabohne, oder? Ja. Ja, also ja. Dürfen wir auch nicht übertreiben, sonst nimmt man das wiederum keinen Mensch ab. Ja, aber. Aber jetzt haben die ja schon alles Mögliche, diese Schweine. Wenn man jetzt diese GUI noch auf eine Webseite pflanzen würde, immer die GUI, das ist wirklich eine GUI, die recht schön aussieht. Vom Über. Tieren her. Na, übersichtlich möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber du hast halt alles drauf. Ist eigentlich schon übersichtlich. Misthaufen. Gülle haben wir schon, Misthaufen haben wir noch nix. Und trotzdem gleich Das sind 14. halt das, was wir herstellen. Wir stellen Gülle her, Misthaufen und die Tiere reproduzieren sich. Ja, da wäre aber Wolle ja interessanter gewesen, glaube ich, ey. Das wäre wirklich besser gewesen, da brauchen wir halt Heu Ja, oder Gras. das kann man kaufen, heute. Nur halt die Ballenform. Ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat oder nicht. Ja, letztendlich würde ja auch Gras reichen. Ja, da brauchen wir halt ein Mähwerk und. Kühe sind halt am aufwendigsten. Obwohl, eigentlich musst du ja auch nur Kraft vermischen. Und brauchst halt als Hauptgrund Heu.
Sollen wir mal alles haben? Wenn wir dann lang genug spielen? Dann werden wir ein großes Minus haben. Dann muss ich den Mod nochmal umschreiben, damit wir noch mehr Kredit kriegen. Ja, okay, man muss. Melone 2.0 LS. Wir können ja, ich glaube, 10 Millionen im Minus gehen, also so ist ja nett. Geile Scheiße. Wir sollten halt schon irgendwie mal Gewinn machen. Ja, aber das. Warum? Ich verstehe nicht, warum wir es nicht zusammenkriegen. Ich habe mir die Finanzen nicht angeschaut. Die Finanzen gefallen mir halt überhaupt nicht hier drin. Das ist das. Man. Ein Problem ist halt, wir spielen halt wirklich nur in Let's Play. Das ist halt relativ wenig Zeit, um Gewinn zu machen. Du musst denken, wenn du wirklich spielst, spielst du ja gleich einige Stunden durch. Und spielst ja ganz anders, da spielst du mit mehr Leuten und so. Nur heute gibt es ja noch keine Zahlen für uns. Nein. 17 Uhr, das ist halt schlecht, weil wir bei den anderen nicht wissen. Na gut, da haben wir Mietkosten, Fahrzeuge haben wir ja schon enorm optimiert. Ja, dafür haben wir halt schon ein paar Millionen ausgegeben. Neue Fahrzeuge, das können wir mal ignorieren. Not sure, wer alles gekauft. Das ist das Problem, wir haben ja wieder viele Sachen. Helfer D hat die Arbeit erfolgreich beendet. Guter Mann, Einnahmen Bonuszahlung. ernten, Einnahmen BGA, Lohnzahlung, Kosten. Kosten Wasser. Über das rechnet ihr uns ab. Ja, du hättest das Wasser auch im Fluss holen können. Da hat das nichts gekostet. Okay. Ich glaube, einfach rückwärts in den Fluss reinfahren, dann kannst du auch hochfüllen, glaube Weil ich dachte, es geht nur dann. ich. So war es halt in 15er, keine Ahnung. Wird aber Ja. da gleich sein. Ja, wir werden halt schauen müssen. Oben beim Feld Obwohl du eigentlich ist. heute ja nicht viele Ausgaben haben. Wenn du es dir so vorstellst. Ja, Wir doch, hatten ja ist. sonst immer. Ja, wir haben halt heute auch Hoffnung gekauft. Aber so jetzt, wenn du Samstag mal analysierst, da hatten wir auch minus 47.000, aber hauptsächlich halt durch die neuen Fahrzeuge. Ja. Halt jeden Tag irgendwie wieder was gekauft. Weil du wieder den Wir haben ja Sch unsere Mietkosten, haben wir ja extrem nach unten geschafft. So, die Tiere jetzt haben wir Produktivität 50%. Ist ja auch nicht so verkehrt. Also, das wird wirklich nur gerne meistens. Das ist echt eine Freiheit. Wir müssen halt noch den Horsch, den müssen wir halt noch selbst dingen, weil das sind halt pro Tag durchaus 5.000. Genau, das haben wir nach ein paar Tagen wieder drin. Zur Ja. Fahrzeugübersicht. Wir haben halt wirklich einen Kredit von minus 8.000. 800, nicht 8000. 800.000. Ich drifte. Krank. So, wir haben noch 2 Minuten. 2 Minuten, um uns diese wunderschönen Finanzenbildschirme Wer weiß, anzuschauen. was mal interessant wäre? Zu wissen, was haben wir am Tag Fixausgaben? Ja, Mietkosten sind ja relevant, was du machst. Betriebskosten auch. Wenn man drüber an, was du machst. Eben, das war jetzt ein Durchschnitt. Ob wir das. Fixausgaben hast du eigentlich nichts. Ja, aber halt einfach was wir so im Durchschnitt haben. Ausgaben. Ja, eigentlich haben wir ja nur die Betriebskosten. Die sich so im Durchschnitt halt auf 4.000 belaufen. Genau. Und die Lohnzahlungen haben wir halt auch Die noch. Lohnzahlung. Ja, und halt Saatgut und Dünger. Ja, das sind so Alles. Nebenbeiprodukte, das ist ja egal. Aber da könnte man ja rein theoretisch. Wenn wir jetzt mal überlegen. Wir müssen ja einfach mal am Tag Gewinn machen. Unabhängig von den Schulden, die wir haben. Wenn wir am Tag Gewinn machen, werden die Schulden nur weniger mit der Zeit. Wir haben auch Kreditzinsen von 1.000. Genau. Das Problem ist halt, ja, das rentiert sich alles nicht. Wo sind denn die drin? Ja, ist ja egal. Ich würde sagen, das schauen wir dann demnächst an. Wenn wir offline noch einen Gedanken machen. Und würde sagen, hoffentlich wird es besser. Oder schlechter? Das sehen wir dann. Also bleibt dran, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.